Hallo meine Pokémon-Freunde, ich bin Marlon, aka Pokebubu, und heute ist ein neuer Trailer vom Pokémon Official rausgekommen auf YouTube. Der Link ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Ihr habt vielleicht vor ein paar Tagen schon den ersten Trailer gesehen, dieses stark verpixelte, stark verunstaltete Video von dem Forscher, der anscheinend in der Hisui-Region ist. Und jetzt wurden diese Aufnahmen rekonstruiert. Ich zeige euch einmal jetzt den Trailer. Its eyes are round and yellow. What's that? Es gibt immer wieder neue Pokémon, neue Formen. Zuletzt in der Alola-Version und in der Galar-Version. Dort gibt es spezifische Pokémon, die nur in diesen Regionen erscheinen. Normalerweise erscheinen neue Pokémon und neue Formen nur in der Hauptreihe. Also zum Beispiel Alola war ja die 7. Generation, Galar war die 8. Generation und die Hisui-Region ist die Region von Pokémon-Legenden Arceus, also ein Spin-Off-Spiel aus der Hauptreihe. Und da sehen wir jetzt anscheinend das Hisui Zoroark und Zoroark. Beide wunderschöne Pokémon scheinen wahrscheinlich den Eis-Typ zu haben, also Eis, Unlicht, irgendwie in die Richtung. Vermutlich wird es gehen. Ich finde, damit hat sich Pokémon selber übertroffen. Den Hype nutzen die momentan komplett. Finde ich auch sehr gut so. Also die Leute ein bisschen anheizen, weil ich, also bei mir hat der Trailer sofort gezogen. Deswegen heute mal ein etwas spontaneres Video. Aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, Leute, wie ihr die neue Version findet von Zoroark und Zoroark. Ich persönlich finde sie schon mal wunderschön. Und ich hoffe natürlich, dass es weitere interessante Versionen gibt, weil das Fukano fand ich jetzt nicht so gut. Aber das Zoroark und Zoroark finde ich auf jeden Fall extrem schön. Und mich interessiert vor allem, wie das Pokémon als Shiny aussehen wird. Ich halte euch hier auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden, wenn es neue Trailer, neue News gibt. Ansonsten schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Bubu.